Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Gran Turismo Sportfans. Es geht weiter in der Manufacturer Series Saison 2020. Runde Nummer 5 in Autopolis sind wir unterwegs. Insgesamt 13 Runden, ist ein Gruppe 3 Rennen. Und wir haben dreifachen Treibstoffverbrauch und vierfachen Reifenverschleiß, haben nur die harte Mischung zur Verfügung. Wenn man ein bisschen Sprit sparen fährt, was ich definitiv versuchen werde, könnte man sogar, glaube ich, durchschaffen ohne Stopp. Werden wir mal sehen. Ja, an der Stelle möchte ich mich auch noch entschuldigen, dass ich kein Video von Runde 4 gemacht habe. Ich bin also bei dem Rennen gar nicht mitgefahren. Nicht, weil ich keine Zeit oder keine Lust hatte. Das Problem war einfach, dass die Systemsoftware meiner PS4 Pro abgeschmiert ist. Aus irgendeinem Grund. Somit musste ich auch Gran Turismo neu installieren und ja, hat dann zeitlich leider nicht mehr hingehauen. Darum gab es ein paar tägliche Online-Rennen nebenher noch und ja, freue mich aber, hier heute wieder dabei sein zu dürfen. Runde 5, Autopolis. Ja, liebe Zuschauer, die Manufacturer Series Runde 5, ein Gruppe 3 Rennen hier in Autopolis. Ich weiß leider nicht genau, wo diese Strecke ist, also physisch gesehen. Ja, Netzwerkprobleme gibt es ja leider immer noch bei Gran Turismo Sport. Ich hoffe, dass ich hier nicht irgendwie rausfliege oder irgendwas passiert. Aber ich glaube, wenn man mal drin ist, läuft es ganz gut. Auf der Pole Position haben wir einen Italiener, einen Nissan GTR. Auf der 2 haben wir einen Spanier im Renault Sport RS01. Auf der 3 noch ein Spanier im Lexus RCF. Auf der 4 ein Engländer im Aston Martin Vantage. Auf der 5 ein Spanier im Mercedes AMG. Auf der 6 ein Holländer im Toyota Supra. Auf der 7 ein Italiener im Aston Martin. Auf der 8 ein Franzose im Nissan GTR. Auf der 9 ein Spanier im BMW GT3. Ja, auf der 10 meine Wenigkeit, hatte ich vorhin gar nicht erwähnt. Hatte leider nur einen Versuch oder eine gute Runde. Auf der 11 ein Italiener im Renault Sport. Auf der 12 ein Portugies im Ferrari Italia. Auf der 13 ein Italiener im BMW GT3. Auf der 14 ein Franzose im Porsche 911 RSR. Auf der 15 ein deutscher Fahrer im Aston Martin. Auf der 16 noch ein Franzose im Porsche 911. Auf der 17 ein Schweizer im Audi R8. Auf der 18 ein Franzose ebenfalls im Renault Sport. Hier einige dabei. Auf der 19 ein Italiener im Ferrari Italia, der zweite hier im Feld. Und auf der 20 noch ein Holländer im Mercedes AMG GT3. Ja, das war die Startaufstellung. Zum Qualifying möchte ich nochmal sagen, ich hatte den zweiten Versuch, aber ich kann es nicht verstehen, warum andere Fahrer einem im Qualifying reinfahren oder einen von der Strecke schubsen. Ich bin auch kein perfekter Fahrer, was die Rennen angeht, aber im Qualifying ist das absolut Letzte, muss ich wirklich mal sagen. Aber es geht los. Da dreht es schon den ersten. Weiß nicht, was da passiert ist. Ja, die erste Kurve ist sehr typisch, weil man nicht sieht, wo sie anfängt. Sehr, sehr eng hier beieinander. Von hinten wird schon fleißig geschubst. Oh. Also ich hatte vorhin im Warm-up auch das Gefühl, dass manche hier im Warm-up erstmal angefangen haben, die Strecke zu lernen. So hat es zumindest auf mich gewirkt. Das geht bei Autopolis nun mal leider nicht. Bei anderen Strecken auch nicht, aber bei der erst recht nicht.
auch kein Fan von der Strecke, aber man muss ja halt ein bisschen üben, wenn man sie fahren will. Das tut mir leid. Ein bisschen verschätzt, aber alles gut. Nichts passiert. Erste Runde schon mal heil überstanden. Die Italiener am GTA ist in Führung. Ich habe mir ein bisschen Luft verschaffen können. Nicht viel, aber wenigstens etwas. Ja, sehr gut erwischt. Hier ein Aston Martin vor mir. Hier muss man wirklich durchschleichen. Ansonsten kriegt man sie nicht. Erstaunlich, jetzt wo sich das Feld ein bisschen auseinandergezogen hat, gibt es kaum Unfälle oder gelbe Flaggen oder ähnliches. Aber die vor mir, die halten mich ein bisschen auf. Aber überholen ist hier natürlich auch nicht so einfach. Sorry, aber jetzt habe ich es mal am Look. Was macht denn der? Vor allem von wo kam denn der? War der schon neben der Strecke oder? Brutal. Dass man hier am Lenkrad zerren muss, dass man in der Spur bleibt, Wahnsinn. Also ein Fahrer mit Controller wäre da sicherlich komplett abgeflogen. Der hätte das nicht abgefangen bekommen. Nun gut, Runde 3 von insgesamt 13, Platz 9 im Moment. Geht zwischen Aston Martin und mir, das weiß ich auch noch nicht. Fährt auch einen ganz anderen Stil wie ich. Bremsstellenweise auch früher, da muss ich echt aufpassen, dass ich den nicht reindonner. Hat sich der Aston Martin ein bisschen abgesetzt. In großen Schritten kommt hinter mir der Supra. Und ja, ich komme einfach nicht vorwärts hier. Irgendwie
irgendwie bin ich im letzten Sektor dann ziemlich langsam unterwegs gewesen. Ja, der Italiener im GTR ist immer noch in Führung, gefolgt vom Lexus RCF. Auf Platz 3 ist auch nochmal ein Aston Martin. Das heißt nochmal ein Aston Martin. Auch ein Italiener, wollte ich sagen. Ich glaube, die Spitze ist da relativ unverändert. Schaltet sich ja echt zu Tode auf der Strecke. Ist vielleicht auch so in Kombination mit dem Auto eben, aber... Ja, ich komme nicht ran. Als ich die Chance hatte, oder nah dran war, hatte ich keine Chance, um vorbeizukommen. Jetzt komme ich nicht mehr hinterher. Kann man nur warten, bis einer einen Fehler macht und dann die Chance nutzen. Ich glaube nicht, dass ich hier noch schnellere Runden fahren kann. Jetzt bin ich auf einmal wieder dran, ist ja auch witzig. Mach dann aber selber Fehler. Ah. Der Supra ist nicht mehr hinter mir, dafür jetzt der Schweizer Audi. Zu spät gebremst. Der Ecke kommt der Aston Martin irgendwie auch noch besser raus wie ich. Er schafft sich da mal einen leichten Vorteil hier auf der langen Geraden, oder davor besser gesagt. Du bist schon Spezi aus dem Nachbarland. Hat's versucht, aber das war jetzt auch nicht gerade die, wie soll ich sagen, die feine Art. Ich kann auch froh sein, dass ich da keinen Abflug gemacht habe. Jetzt ist der Supra wieder direkt hinter mir. Ja, wir sind auch kurz vor Halbzeit, kann man so sagen. Ungefähr eine Runde. Jetzt habe ich leider die Tür aufgelassen. Ja, aber auch. Habe ich ein bisschen geschubst, aber alles gut gegangen. Oh, jetzt sehe ich meine gelbe Flagge. Oh, da ist einer raus. Somit bin ich jetzt wieder auf P9.
zur Halbzeit vom Rennen wollte ich sagen, wir haben noch ein bisschen mehr wie einen halbvollen Tank. Benzin sollte also kein Problem sein. Es ist die Frage eben, was die Reifen machen. Oder wie sie sich weiterentwickeln. Oh, da ist jemand ein bisschen Rasenmähen hier. Das ist mein Freund im Aston Martin. Gesagt haben wir noch jetzt eine Doppelführung für Italien. Der Spanier musste seinen Platz abgeben. Ist jetzt auf Platz 3, so wie das aussieht. Ich bin heute nicht so gesprächig, Leute, weil das hier unheimlich anstrengend ist. Also konzentrationstechnisch. Mit so vielen fiesen Kurven. Kurve 1 ist eine davon. Die ich jetzt leider auch nicht sauber erwischt habe. Naja, geht nicht immer gleich gut, aber ein bisschen Zeit verloren. Nachlassen so langsam. Es wird noch spaßig die nächsten 5 Runden. Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand freiwillig reinkommt. Glaube ich nicht. Ich weiß nicht, hat er sich ein bisschen gedreht oder zu weit rausgekommen auf jeden Fall. Ich verbremse mich hier wieder ein kleines bisschen. Nicht mit Absicht drauf. Aber der ist in den Kurven immer ein Tick langsamer wie ich. Hier bremst er auch. Das war jetzt blöd, dass ich ihn habe überholen lassen. Aber er hat fair überholt, das muss ich an der Stelle natürlich sagen. Ganz klar. Sauberes Überholmanöver. Thank you.
auch in Ordnung, das Überholmanöver. Hoffe zumindest. Also berührt habe ich ihn ein bisschen, aber habe ihn nicht abgedrängt oder ähnliches. Das habe ich schon auf dem Radar gesehen, als er da angeflogen kam. Boah, jetzt habe ich mal voll in die Eisen hier müssen. Jetzt hätte ich mal abgeräumt. Ich habe dich nur getroffen, weil du gerutscht bist. Sorry, aber ich musste da vorbei, auch wenn es etwas unsportlich war, sonst hätte ich dich abgeräumt. So, und jetzt nichts wie weg. Und siehe da, plötzlich habe ich 1,7 Sekunden Vorsprung. Also ich konnte die ganze Zeit schon etwas schneller fahren wie der Nissan und der Aston Martin, aber ja, erstmal muss man vorbeikommen. Gleich mal einen Blick an die Spitze werfen. GTR immer noch auf 1, der Aston Martin auf 2. Nach wie vor Doppelführung Italien. Gefolgt von Spanier. Also auch dort unverändert. Über 2 Sekunden Vorsprung, krass. Oder war es zumindest gerade eben? Ja, ich glaube, wir sind sich da hinten nicht einig auf dem Platz. Ja, es ist gerade wieder ein bisschen einsames Rennen. Kein Fahrer mehr, den ich überholen kann. Ich komme jetzt in die 12. Runde, also noch 2 insgesamt. Dann sind wir hier durch. Aber war jetzt vorher anstrengend genug, die Fights mit dem Aston Martin und dem Nissan. Strategie zu sein, nicht tanken, nicht Reifen wechseln, durchfahren, funktioniert aber, also die Reifen, die verhalten sich auch noch relativ gut. Ja, über 7 Sekunden Rückstand, das wird
dann wahrscheinlich nichts mehr, dass ich da noch weiter nach vorne komme. Es sei denn, es passieren noch irgendwelche Unfälle vielleicht. Aber ansonsten, ja, der Siebtplatzierte ist da vorne gerade in die Ecke gebogen. Weit weg. Sollte ausreichend sein für die letzte Runde hier in Autopolis, Runde 5 in der Manufacture Series. Ja, weit hinten der Aston Martin. Über 30 Sekunden Rückstand, Wahnsinn. Ja klar, so Boxenstopps machen das Rennen natürlich noch ein bisschen spannender vielleicht. Aber hier hat man sich wenigstens nicht großartig Gedanken machen müssen über die Strategie. Einfach fahren und fertig. Oh, eine gelbe Flagge. Was ist da noch passiert? Für mich wahrscheinlich irrelevant. Leider, ja. Ja, siebter Platz. Und das Resultat freue ich mich. Oh, das ist ein ganzes Stück harte Arbeit war hier. Und warm wird einem auf diesen Sitz. Mal gespannt, wie es wieder im Sommer wird. Ja, auf jeden Fall siebter Platz. Ich glaube, von 10 bin ich gestartet. Genau. Ein paar Plätze machen können und keine Unfälle gehabt, von dem her war es doch ein ganz cooles Rennen für eine Strecke, die ich eigentlich nicht mag. Ja, wie schon gesagt, drei Plätze verbessert. Unfallfreies Rennen war es dazu auch noch. 33 Punkte gibt es hier für den siebten Platz. Ich befürchte nur, dass diese Punktzahl mir nicht wirklich in meiner Gesamtwertung weiterhelfen wird. Aber das werden wir uns jetzt direkt mal ansehen. Ich lasse die Kamera jetzt hier mal bewusst aus, damit ihr das auch vernünftig sehen könnt. Für die, die es interessiert. Muss nochmal zurück. Ah doch, jetzt habe ich hier 85 Punkte im Gesamtklassement. 75 oder 85? 85. Die besten 2 von 5 Runden zählen. Ah, okay. Ja, logisch. Das war dann einmal das erste Rennen. Hier Lago Maggiore und Red Bull Ring, die 36er, gibt die 85. Wie gesagt, die Punkte hier waren leider zu wenig. Aber alles kein Problem. Denn es geht am Sonntag. Sonntag. Gruppe 4 Rennen in Monza in Italien. Ja, werden wir dieses Jahr in der Formel 1 wahrscheinlich nicht sehen, aufgrund der aktuellen Lage. Aber dafür fahren wir hier in der Manufacturer Series nächsten Sonntag Monza. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Wird bestimmt ein super Rennen. Ihr dürft das Ganze natürlich auch gerne abonnieren. Gefällt mir da lassen, einen netten Kommentar schreiben, wenn ihr möchtet. Und dann schaut einfach wieder rein, hier auf meinem Kanal, wenn es heißt Gran Turismo Sport. Bis dahin, Leute, gute Woche. Ciao, ciao.